gut. Dann schaut man immer das Pferd erstmal klinisch an, sprich einmal die Schleimhäute werden beurteilt, ob die schön rosa sind oder ob sie irgendwie eine verstärkte Gefäßzeichnung haben oder gar bläulich-violette, was natürlich schon von deutlichen Herzproblemen sprechen könnte. Die werden einmal im Auge geschaut, einmal im Maul. Man überprüft einmal die kapilläre Füllungszeit, das heißt, ob sich die Gefäße, wenn sie komprimiert werden, schnell wieder füllen und die Schleimhaut wieder rosa wird. Dann wird natürlich immer mal geschaut, ob die Halsvenen in Ordnung sind, ob die sich normal anstauen lassen oder ob sie von Natur schon gestaut sind aufgrund eines Herzproblems, was hier nicht der Fall ist. Man achtet auch, ob das Pferd einen Venenpuls hat. Das hier ist normal, das ist die Arterie, die durch quasi von unten her die Vene in Schwingung bringt. Wenn das Pferd einen Venenpuls hat, dann verschwindet er nicht bei Stauung eben. Nur das haben wir in dem Fall nicht. Ja, und dann wird das Pferd natürlich auch abgehört. Und hier kann man im Herzfeld direkt hinterm Ellbogen, lass uns gerade ein Stück vorgehen. Das ist dieser Bereich hier, das ist quasi das kardiale Dreieck, in dem man das Herz abhören kann. Gibt es bestimmte Punkte, an denen man Herzgeräusche der jeweiligen Klappe zuordnen kann. Bei dem Pferd hören wir jetzt ein recht deutliches Herzgeräusch in der Ruhephase, bei einer normalen Herzfrequenz. Und das ist immer ein Fall, den man weitergehend untersuchen sollte mit einem EKG und vor allen Dingen auch mit einem Herzultraschall, weil man anhand des Abhörens eigentlich nur feststellen kann, dass ein Herzgeräusch da ist, ja oder nein, wie laut es ist. Es wird eingeteilt nach 5 Graden, wobei 3 so laut ist wie der Herzton selber. Wobei das eine rein klinische Einteilung ist. Man hat damit jetzt noch nicht gesagt, ist das gravierend oder ist es nicht gravierend, sondern es ist reglich, dass man sagen kann, okay, es ist ein Herzgeräusch 3. Grades auf der Aortenklappe jetzt bei ihm und das gilt auf jeden Fall weiter zu untersuchen. Ja, hier haben wir ein normales Ruhe-EKG mit auch einer normalen Herzfrequenz, so zwischen 32 und 36 ist ganz normal für jedes Pferd. Je kleiner, je höher ist die Herzfrequenz, je größer, je ruhiger. Hier ist wichtig, oder was wir beurteilen bei der bei dem EKG, ist einfach die Gleichmäßigkeit, in der die einzelnen Komplexe kommen, sprich die Überleitungszeit, ob die Ruhephase hier eben quasi alles gleichmäßig kommt, immer wieder eine normale Kontraktion, ob die Komplexe gleichmäßig geformt sind und keine Extrasystolen oder sonstige Arrhythmien wie Vorhofflimmern oder irgendwas auftritt. Ja, beim Kleintier zum Beispiel röntgt man das Herz auch, das ist beim Pferd überhaupt nicht möglich. Also man sieht zwar den Herzschatten jetzt, wenn man die Lunge röntgt in dem Bereich, aber es ist nicht in dem Sinne jetzt röntgbar von den Größenausdehnungen, weil da ist einfach das Pferd doch auch selbst die Größe. Jetzt beim Fohlen mag es noch gehen, das geht ja, beim Neugeborenen oder kleineren Fohlen, auch schon in der Größe ist der Thorax einfach zu breit halt, als dass man da gute Qualität an Bildern hat. Das ist jetzt ein sogenannter Vierkammerblick. Da sieht man alle Herzkammern. Aus technischen Gründen liegt das Herz immer so horizontal. Das heißt, wir haben rechts Vorhof und links die Kammern. Also links ist unten am Herz, rechts ist oben am Herz. In der Mitte die Scheibe. Vielleicht kann ich das gerade mal zeigen, glaube ich. Genau. Und dann haben wir jeweils einen Vorhof. Die rechte Seite oben, rechter Vorhof mit der Klappe zum rechten Kammer. Und unten der linke Vorhof mit der Klappe zur linken Kammer. Dann können wir hier die Körperhauptschlagader sehen. In der Mitte zeigt es einmal. Genau, hier. Dann geht es aus der Kammer raus in die Aorta, in die Körperhauptschlagader. Oben haben wir immer noch die Tricuspidalklappe. Oben rechts wieder der rechte Vorhof mit der Klappe zur rechten Kammer. Dann kommt quasi die Kammer mit der Klappe zur Lungenarterie, das heißt, von dort aus geht es dann in den Lungenkreislauf.
in der Mitte dieser kleine runde schwarze Kreis, das ist ein Koronargefäß, also ein Herzkranzgefäß. Und gehen wir wieder zurück. Gehen einmal in Querschnitt noch, dann kann man sich das Herz noch quergeschnitten anschauen. Hier auf Herzspitzenebene. Hauptsächlich das linke Herz mit seinen Papillarmuskeln. Das rechte Herz liegt dann nur noch wie eine Sichel um das linke Herz. Wenn man langsam ein bisschen nach oben geht, kommt man auf Klappenebene. Dann sieht man in der Mitte wie so ein Fischmaul zugehen. Das ist die Klappe von linkem Vorhof zur linken Kammer. Und nochmal ein bisschen weiter oben der Mercedes-Stern in der Mitte. Das ist die Klappe zur Körperhauptschlagader, also die Aortenklappe in der Mitte jetzt. Okay, dann nochmal einmal Doppler rein. Das ist jetzt eine Untersuchung, in der man Blutflüsse sichtbar macht. Das heißt, dass man die Richtung und auch die Geschwindigkeit des Blutflusses sichtbar macht. Wobei die Farben so angeordnet sind, dass Rot auf den Schallkopf zufließt, Blau vom Schallkopf weg. Und Grün ist eine Farbe für Turbulenzen, die dann entsteht, wenn das Blut einfach beschleunigt wird, zum Beispiel durch eine Durchtrittsöffnung, durch eine Klappe, und dann einfach Turbulenzen entstehen und auch das, der Strom einfach von der Geschwindigkeit zunimmt. Und wir sehen hier jetzt im Bereich von der Aortenklappe eben einen deutlichen Rückfluss in die linke Kammer. Hier sieht man es ganz deutlich, dass eine grüne Fahne eben zurückfließt in die Kammer und das Pferd hat eine Aorteninsuffizienz. So, das ist eine B-Mode-Untersuchung, das heißt quasi die anatomischen Verhältnisse werden hier dargestellt, wieder ein Vierkammerblick. Hier gibt es verschiedene Messbereiche, die einfach genormt sind. Das ist einmal einflüssige. Das heißt, hier wird das Herz vermessen in seiner Größenausdehnung, um zu sehen, ob Klappendefekte schon eine Reaktion an der Größe des Herzens verursacht haben. Und da gibt es quasi genormte Messstellen. Das heißt, da hat über Doktorarbeiten hat sich jemand die Mühe gemacht, die Größenverhältnisse ungefähr darzustellen und ungefähre Normwerte aufzustellen, die es natürlich jetzt nicht für jedes Pferd gibt, aber ungefähr für 500 Kilo Pferde, damit man annäherungsweise sagen kann, ob einfach die Größenausdehnung passt für das jeweilige Pferd.